Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von PJ Veranstaltungstechnik. Und heute stellen wir euch die CLS 1 von Lightmax vor. Das ist ein kompaktes System, ein kompaktes Lichtsystem mit 4 Scheinwerfern. Aber dazu kommen wir später. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ihr in dem Set, was wir gekauft haben, mit dabei ist. Zuerst haben wir hier den Fußcontroller mit dem einzelnen Modi, Up, Down und Blackout. Dann haben wir hier ein 3 Meter langes Stromkabel, das Stativ hier mit TV-Zapfen hier und dann noch die CLS-1 mit Tasche, also das ist das Case, in der die Tasche mitgeliefert wird. Was ganz wichtig zu sagen ist, momentan gibt es die CLS 1 nicht mehr zu kaufen bei Music Store und auf Amazon auch nicht mehr. Es ist auch nicht bekannt, ob es die nochmal gibt. Zu dem Fußcontroller gehört noch ein 5 Meter langes 10 Meter langes 5-poliges DMX-Kabel. Das kann ich euch später auch noch mal zeigen. Hier vorne haben wir ein aufgesetztes Fach, wo man Stromkabel oder DMX-Kabel reintun kann. Ich habe hier Bedienungsanleitungen und Rechnungen drin und noch ein paar Flyer von uns. Dann ist das alles hier noch mit einem Klettverschluss da verschlossen. Und wenn man diesen öffnet, hat man hier drunter 2 Reißverschlüsse. Die öffnet man dann. Und dann kann man das Ganze schön öffnen. Und dann liegt die CLS-1 hier komplett drin. Wie gesagt, hat diese LED-Bar 4 einzelne Scheinwerfer mit, das sind 10 mm LEDs mit 100 oder 200 LEDs pro Paarschein oder pro Scheinwerfer. Und diese sind auch über Schrauben in der Höhe verstellbar. Ja, hier unten ist der Anschluss für den TV-Zapfen in der Mitte dieses Stück steckt man dann hier aufs Stativ an den mitgelieferten TV-Zapfen. Das zeigen wir euch aber gleich alles auch nochmal, wenn es aufgebaut ist. Ja, so ein System hier, wie das hier liegt, nennt man T-Bar, weil es aufs Stativ kommt und dann so aussieht wie ein T. Und ich würde sagen, ich baue das jetzt alles mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das aufgebaut ist. Bis gleich. So, jetzt haben wir die CLS-1 aufgebaut. Und bevor wir mal gucken, wie die aussieht, zeige ich euch, wie wir das den Fußcontroller anschließen. Dafür habe ich euch auch mal das mitgelieferte Kabel geholt. Das sieht
so aus. Und von der anderen Seite. So. Also es ist eigentlich aufgebaut wie ein ganz normales DMX-Kabel. Und nur, dass es ein paar mehr Stecker hat. Ich würde jetzt sagen, wir schalten auf die kleine Cam um. Und dann zeige ich euch, wie das von hinten aussieht und wie wir es anschließen. Gut. Also, wir nehmen uns erstmal das Kabel hier und gehen dann hier hinten hin und stecken dann das hier in den Eingang für den Fußcontroller. Dafür nehmen wir uns dieses Kabel und da müssen wir eben dann einmal gucken, wie das passt. Wenn das so geklappt hat oder nicht mehr rausgeht, dann sitzt das fest. Dann gehen wir hier an das Pult, müssen hier gucken, dass hier unten der On-Knopf auf On ist. Und dann stecken wir das andere Stück hier rein. Hier ist auch so eine kleine Nase. Die muss dann da in den ins andere Teil. Also hier ist so eine kleine Einkerbung und da muss eben die Nase rein. Und dann ist es an. Und wie man jetzt hier oben an der CLSA sehen kann, erstmal das Kabel hier und gehen dann hier hinten hin und stecken dann das hier in den Eingang für den Fußcontroller. Dafür nehmen wir uns dieses Kabel und da müssen wir eben gucken, wie das passt. Wenn das so geklackt hat oder nicht mehr rausgeht, dann sitzt das fest. Dann gehen wir hier an das Pult. Wir müssen hier gucken, dass hier unten der On-Knopf auf On ist. Und dann stecken wir das andere Stück hier rein. Hier ist auch so eine kleine Nase. Die muss dann da in den ins andere Teil. Also hier so eine kleine Einkerbung. Und da muss eben die Nase rein. Und dann ist es an. Und wie man jetzt hier oben an der CLSA sehen kann, leuchtet die Quasi. Hier kann man jetzt auch gut eigentlich gar nicht so gut. Kann man mal hier auf Rot stellen. Grün, Rot, Grün, Grün, Blau und Blau. Also wir haben hier in der
drei verschiedene Modis. Einmal R, das ist, dass ich hier über die Up- und Down-Tasten die Farben einfach wechseln kann. Oder hier auf G ist dann Sound to Light. Dafür befindet sich auf der Rückseite hier dieser Regler, damit stellt man die Empfindlichkeit ein. Der dritte Modi ist das Y, das ist normal einfach Automodus. Und dann ist hier ganz unten noch die Blackout-Taste. Und jetzt zeige ich euch noch von hinten, wie CLS 1 aussieht. Also hier haben wir die vier Scheinwerfer. Power in und out. Der 5-Pol-DMX-Eingang. 3-Pol-DMX in und out. Dann Mode, Enter, Up und Down, ein paar Infos und nochmal die Produktbeschreibung. Ja, hier über diese Schrauben können wir den Scheinwerfer feststellen und dann wieder in der Höhe verstellen. Diese Kabel sind die Stromanschlüsse, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und der Power-Out-Anschluss ist dafür da, dass man einfach hieraus mit einem anderen Stromkabel in eine andere CLS-1 reingehen kann. Und hier, das kann ich euch auch mal zeigen, das ist dieser TV-Adapter. Hiermit stellt man den fest, CLS-1, und hier kommt das aufs Stativ. So, hier in den mit dem Mode-Knopf können wir hier zwischen dem X-Mode wechseln. Und wenn wir dann hier auf Enter drücken, können wir hier die Adresse wählen. Und auf wie vielen Kanälen das Gerät laufen soll. Aber da wir das jetzt auf Kanal 1 mit neuen Adresse 1, Kanal 9 laufen lassen wollen, lassen wir das. Der zweite Mode ist der Slave Mode, das heißt, man kann zwei Geräte gleichzeitig benutzen, oder wenn man steuert ein Gerät und das zweite, das dran angeschlossen ist, läuft einfach mit. Als drittes ist der Sound Mode, da kann man die Empfindlichkeit einstellen und die habe ich recht hoch eingestellt. Kann man nicht so richtig sehen oder doch. Dann haben wir hier Auto One, da gibt es drei verschiedene Modis und wieder der DMX Mode. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Auch wenn euch was nicht gefallen hat, könnt ihr gerne Kommentare da lassen, was wir besser machen sollen. Und wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal.